Guten Tag. Stier braucht Menschen mit feurigem Temperament. Also die Menschen, die Liebe zu Gefahr zeigen, Entschlossenheit, Mut, etwas wagen, weil Stier selbst wagt das alles nicht. Stier braucht Feuer, um an das Leben zu glauben. Denn sein Glaube ist nur das, was er auf dem Konto hat. So übertragen, figurativ gesehen. Das bedeutet, das Stier braucht Sicherheit, das habe ich schon erwähnt. Der braucht einen Partner, der zu mir gehört, selbst wenn Stier irgendwelche Affären hat. Weil er mit dem Sex nicht zufrieden ist, was er zu Hause hat, dann hat er schon Affären. Aber kommt er immer wieder zurück auf den Partner. Er weiß, mein Partner gehört mir, genau wie meine alten Bücher, Antiquitäten und die Bilder, die ich auf der Wand habe. Und er gehört zu mir und er glaubt, das ist sein Leben. Deswegen geht es da oft um Sicherheit. Ich habe oft schon erzählt, dass die Frauen, auch Männer, die ein bisschen älter sind, die gehen irgendwo aufs Land und wollen dort leben. Mit Tieren, mit schönem Garten. Masken machen sie natürlich selbst und machen alles selbst, Brot backen und so weiter. Na, so ein bisschen Öko-Leben wollen sie schon, weil sie wollen ihre Sicherheit haben und ihre Ruhe vor allem. Stier hat, wie gesagt, so Hang zu den Menschen, die nicht nur schön sind, also Schönheit ist auf jeden Fall sehr wichtig für den Stier. Deswegen habe ich gesagt, wenn du mit Stier zusammen bist, irgendwo auf einer Party, bei ihm zu Hause oder bei ihr, dann wirst du merken, nur schöne Menschen sind dabei. Er will immer schöne Menschen dabei haben und er ist selbst auch ein bisschen eitel. Wir werden sehen, dass viele Stiere, Frauen und Männer, sind sehr gut angezogen, elegant und sie haben tolle Parfums, weil sie wollen nur das Beste, habe ich schon erwähnt. Sie haben Sinn für Gerüche und für die Stoffe und Kleider. Also sie werden immer toll angezogen sein, so ein bisschen eitel. Das sieht man an den Haaren, Schuhen, Fingernägeln und Kosmetika, die Stiere benutzen. Das ist alles so sehr schön und speziell ausgesucht. Aber wie gesagt, es geht um physische Schönheit oft bei dem Stier und deswegen es geht um guten Stil und Stier liebt auch solche Menschen und selbst ist er auch ein bisschen eitel wie Venus, Planet. Dieser Planet regiert Stier und was hat Venus gemacht? Das wissen wir. Venus stand immer vor ihrem Spiegel. Deswegen, du merkst, egal ob Stier schöner Mann oder schöne Frau ist oder hässlich, wir werden immer sehen, die haben tolle Kleider. Ja, und deswegen, Stier ist angezogen von diesen Menschen, die auch schön sind und vor allem Menschen, die Mut haben, im Leben etwas zu machen, egal beruflich oder was Partnerschaft betrifft. Stier braucht diese Krücken für sein Leben. So ist das leider. Viele Menschen wissen wir, dass sie immer irgendwelche Krücken im Leben brauchen, weil sie selbst keinen Mut haben, etwas im Leben zu unternehmen und wagen sich auch nicht. Deswegen brauchen sie Krücken im Leben und brauchen sie andere Menschen, damit sie diesen anderen Freunden ein bisschen Mut im Leben geben und Entschlossenheit und vor allem zeigen, es gibt noch Liebe zu Gefahr, du kannst immer etwas machen. Das ist leider so, das ist kein Vorwurf gegen Stier. Viele Menschen brauchen das. Man denkt, ja, das, was ich da gemacht habe, gesagt habe, vielleicht ist das nicht richtig. Deswegen fragen oft unsere Freunde, fragen wir, ey, du, ich habe das und das gesagt, meinst du, dass das richtig war?
Und wenn der Freund dir das bestätigt, dann sind wir ein bisschen bestätigt, fühlen wir uns und denken, ja, das war gut, dass ich das gesagt habe. Aber auf der anderen Seite, wenn der Freund sagt, ey du, warum hast du das und das nicht gesagt? Du hättest das gesagt. Du hättest gesagt, ja, wenn du, als Beispiel, ich habe da eine Reinigungsfirma in der Wohnung gehabt und die haben das alles nicht richtig gemacht. Das war richtig schlampig alles. Und ein Freund hat zu mir gesagt, warum hast du zu diesem Mann nicht gesagt, wären Sie und Ihre Frau mit dieser Leistung zufrieden? Möchten Sie das auch sehen, nach Hause kommen und diesen Staub hier an den Fingern haben? Warum hast du das nicht gesagt? Also das ist das, was ich meine. Viele Leute brauchen Menschen, die dir Mut geben und Anstoß geben, um etwas zu machen, etwas zu sagen. Weil du selbst traust dich oft nicht, weil du denkst, nicht, dass die sagen, ich bin ein Idiot oder in dem Falle zu pingelig, was auch immer. Und deswegen ist das kein Vorwurf an Stier, aber Stier braucht wirklich diese Menschen, die ein bisschen mutig sind im Leben und etwas wagen. Weil Stier will nur diese Schublade haben, in der er selbst sich wohlfühlt und sicher fühlt. Aber für heute ist die Zeit um.